Ja, Hallihallöchen und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Drachensang am Fluss der Zeit. Apropos Fluss, wir haben den Flussdrachen besiegt. Ah, Wasserdrachen eigentlich. Wir sind nämlich hier in der Höhle des Drachen, des Wasserdrachen. Haben hier schon komplett ausgelootet. Schauen wir mal, ja, haben wir eh schon. Haben wir eigentlich jetzt was Besonderes bekommen? Was haben wir da? 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Ich würde mal sagen, ich werde mir das da anziehen. Da habe ich nämlich 7, 10, 11, 12, 13, 14 und bei dem habe ich 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Astralenergie, Regeneration. Astrale Regeneration, ja. Sehr gut. Super, habe ich ein neues Gewändchen. Leute. Was habe ich da noch? Marisches Schwert. Elfisches Langschwert. Was ist das? Oh, Leute! SP plus 4 und Attacke. Ah. Ei. Ich würde mal vorschlagen, das ist ein elfisches Langschwert. Mit der Kategorie Schwerter. Leute, wer mir klingelt's? Schwerter. Kann ich ja gar nicht bei ihr. Oh, Leute. Aber das kann ich noch trainieren, Leute. Ich weiß, was ich vorhab. Haha. Super. Haben wir das einmal? Sumpfranzenzähne. So, was habe ich eigentlich hier bekommen? Da habe ich Holzbein, Wolfsfell. Was haben wir vom Wasserdrachen genau bekommen? Das schätze ich mal, ist da drüben irgendwas. Drachenschild. Ja. Ja. Jetzt gebe ich mal einen Vorgrim. Kerzenständer. Magischer Ring. Ring der Ausdauer. Hm? Schreit nach Vorgrim. Hat aber schon. Mhm. Der Ado. Der braucht mehr Ausdauer, Leute. 10, 48, 8. Ja, Ausdauer braucht er am besten. Super. Was? Ich würde mal sagen, das ist gut. Was habe ich noch bekommen? Einen Silberring. Zunderschwamm, zweimal Apfel. Geflochtener Lederpanzer. 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17. Hallo. Ah, danke, danke sehr, danke, danke. Ja, ja, komm gleich. Ja. 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17. Ja. Da brauche ich gar nicht mal schauen, Leute. Super! Geflochtener Lederpanzer. Toll! Jetzt hat sie eine neue Ausrüstung. Gott sei Dank. Super! Meine Lieben. Ja. Mal ausrüsten hier ein bisschen, ne? Gänsefedern, bla bla bla, bibabo. Aber eine Sache fehlt mir, und zwar ein Puzzleteil. Sollte ich nicht normale Wasserdrachenkopf, Seeleninstrument, merkwürdiges Artefakt. Dieser Würfel ist so lang wie ein Spann. Er zeigt auf der Oberseite im Bildnis kleine Symbole Efforts. Ah, das ist es, ha! Des Efforts, des Fluss- und Meeresgottes. Was seine Oberseite sonst noch zeigt, wirkt wie ein Teil einer Ecke eines größeren Bildes oder Mosaikes. Er ist sicherlich irgendwo einzusetzen. Natürlich, Leute. Ich weiß auch schon wo. Ha! Ah, jawohl! Das wollte ich jetzt schauen, meine Lieben. Wir speichern jetzt einmal, würde ich sagen.
Ja, und ich muss jetzt kurz schneiden, ich bin aber dann gleich wieder da auf jeden Fall einmal. So, ich bin wieder. Ich hab geschnitten, also ich bin wieder da, so. Das habt ihr nicht gemerkt. Ja, wir haben eigentlich soweit alles, was wir brauchen. Gehen wir irgendwo hin? Hier ist der Drache. Jawohl. Ah ja, den können wir ja nicht looten. Ja, Leute. Egal. Ich hoffe, ich habe bei ihm nichts vergessen. Schauen wir mal. Wir müssen sowieso zurück. Wir müssen sowieso zurückgehen. Geht's da nach drüben hier? Nö. Dachte mir, da können wir auch vielleicht hin oder so, habe ich mir gedacht. Ist egal jetzt, aber. So, wir marschieren jetzt nach Hammerberg zurück zu Sanraya und geben ihr das Seeleninstrument einmal. Geben ihr das Seeleninstrument. Dann zum Elfenwald und keine Ahnung, wo wir da noch überall jetzt hin müssen. Wird wieder wahrscheinlich ein Hin und ein Her. Schauen wir auf jeden Fall zur Talaria. Und die ist eh da drüben, wenn mich nicht alles täuscht. Steinbogen. Hier gibt es eh keine Pflanzen zu looten. Dann müssen wir zum Äffer-Tempel gehen. Also wir haben noch so viel vor. Zumindest einiges, ne? Also der Wasserdrache war eigentlich Pipifax einfach. Ja. Eigentlich extrem einfach. Zu einfach. Hauptsache, ihr vergesst nicht, mich mitzunehmen. Hä? Sonst sinkt die Süße eh über kurz oder lang. Hast du Drachenkopf Ist euch wohl abgegeben? klar. Was? Was? Warum habe ich einen Wasserdrachenkopf abgegeben? Ihr habt den großen Fluss von Jo. einem Schreckenmeer befreit, den fast schon legendären Schatz des Wasserdrachen gehoben. Und in die Legenden wird eingehen, dass ihr mit der Talaria hergekommen seid. Ja, natürlich. Doch, ich rede schon wieder. Was kann ich für euch tun? Macht die Talaria bereit? Habe noch eine Stellt sie. Frage? Was Okay. kann ich für euch tun? Macht die Wo soll Talaria ich? bereit zur Abfahrt? Also ich würde mal sagen, wir sollten einmal nach Hammerberg. Da werde ich auf jeden Fall mit der Sanraya sprechen, ihr das Seeleninstrument einmal geben. Ja, das machen wir. Eins nach dem anderen, meine Lieben. Eins nach dem anderen. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen besser ausgerüstet. So. Was gibt es denn? Begleite mich. Was ist? Ja, meine Lieben, wie geht's euch? Wie kann ich... Ich hoffe, euch geht's super. Tut mir leid. Wahnsinn. Und ja, mir geht's auch eigentlich recht gut. Hast du schon gehört? Noch nicht. Und nee, jetzt hab ja, ich sonst ganz tut sich da vergessen. eigentlich nichts Besonderes. Was hast du? Was ist du für ein... Was ist Nee, Olvin ein oder? Eisberg? Oh, ihr wieder. Hört gut zu, meine Geduld ist erschöpft. Ich biete demjenigen, der meinen Bruder endgültig verschwinden lässt, eine fürstliche Belohnung. Nö. Verstanden? Alles Weitere liegt bei euch. Dies hier habe ich bei der Leiche eures Bruders gefunden. Ulvine die Spieluhr geben. Ah! Tatsächlich. 100 Ja, Dukaten! es muss so sein. Ich hatte zuerst meine Zweifel, euch anzuheuern, aber ihr habt euch eure Belohnung verdient. Ja. Hier, ich denke, die Jo. Summe ist angemessen. Und nun gehabt euch wohl. Super. Danke, tschüss. Komm Nur nebenbei. Da gibt's noch mehr. Wie viel Geld haben wir jetzt? 150 Dukaten? Nee, lass mal, hier bekomme ich mehr mit. Nee. 150 Dukaten. Ja, hier müssen wir rüber. Zu Sandraya. Ada. Da ist er, Sanraya. Da ist er auch schon das Fragezeichen. Da passt der Shooter mit Butter. Da ist doch immer. Der steht doch immer da. Der Kippenkerl Bredo Bento. Wahnsinn. Ich verkaufe dir mal was, ja? Kann
Kann ich irgendwie behilflich Handel. Sein? Soda! Ogerkeule weg. Elfisches Hemd können wir weggeben. Wildschweinzähne, Wolfsfell, ausgebleichte Knochen, das Holzerbein. Rober der Astralkraft kann ich auch weg. Ja. Gulmontee, Äpfel. Was bringt sie der Kerzenständer? Tschie, gar nichts. Silberring. Da bringt sich eigentlich überhaupt nichts. Die Goldkette weg damit. So. Mhm. Weiter. Sonst hat er eh eigentlich nichts mehr. Habe ich ja nichts mehr irgendwo, ne? Ei. Wildschweinzähne. Zinnfigur. Weg, Handspiegel weg, alte Bronzemünzen weg. Wildschweinfell ist eine Zutat, das lasse ich. Ja. Was? Fertig, Handel abschließen. Und weiter geht's. Weiter geht's zu Sanraya. Du, ich habe dein Seelinstrument gefunden. Arme Einbeeren, jawohl, gleich pflücken. De. Na los geht's. Hey, pflücke mir das nicht ab. Mein Kulmond. Servus. Mein Yama, du hast es. Ich spüre es ganz deutlich. Der Wasserdrache ist besiegt. Sanraya die Harfe geben. Oh, dieses Holz wieder zu abgeschlossen. Spüren, den Klang dieser Saiten zu hören. Du hast mir einen Teil meiner selbst zurückgegeben. Daher möchte ich dir dieses Amulett schenken. Hab Dank, Alari wird von deinem Glück erfahren. Questgegenstand Sanraya Seeleninstrument abgegeben. Ich habe was bekommen. Und zwar dieses... Was ist das mit der Raya? Halskette. Charisma plus 1. Charisma ist eigentlich für mich... Ja, ist es ja nicht unwichtig, oder? Ich werde das aber... Was? Was ist das hier? Ja? Amulett der Rondra, was hat denn das da? Mut plus 2. Ja? Vorgrim, Amulett der Intuition... Wen soll ich das geben, Leute? Ja. Wirkt nur bei Fyris. Ja, dann gebe ich ihm das Amulett. Was? Was hat das? Was ich. Ah, ich vergesse jedes Mal. Mut plus 2. Selja Armor. Verkaufen. So. Gut. Brauche ich keine Pfeile. Ich gebe der Fyris die Pfeile. So. Ich gehe nochmal zu ihr. Ich möchte dir was fragen. Ich bin ganz Ohr. Was willst du von mir? Handellehre. Kannst du mir eigentlich was beibringen? Da hat sie ein paar gute Sachen. Nämlich Scharfschütze, Meisterschütze, Pfeil ausweichen. Ja. Wäre das nicht für immer mal toll? Ah. Sehr viele Erfahrungspunkte braucht das. Nö, da kann ich nichts machen, Leute. Kann sie Schwerter eigentlich machen?
Nö, sie kann keine Schwerter machen. Muss ich zu einem Schmied gehen. Egal. So, wir sind auch hier fertig. Schauen wir mal. Würde mal sagen, ein paar Minütchen haben wir noch. Und wir gehen jetzt weiter. Und zwar schaue ich einmal zum Elfenwald wieder, zu den Elfen nach oben. Machen da mal was. Gehen wir mal zur Talaria. Oh. Was? Was war das gerade für ein Knistern? Knirschen? Bäh. Ja, ich bin zufrieden, dass wir einen Wasserdrachen geschafft haben. Also, dass wir ihm... Er war ja nicht schwer, aber... Dass er das auch hinter uns ist. Das ist cool. Weißt du jetzt, warum er mich den Bussard nennt? Ruhig. Hey, oder? Jetzt klar. So, ab nach Elfenwald. Ich, ach, was kann ich für euch tun? Wo soll ich... Wo ist der Elfenwald? Hier. Elfenwald. So, das war mein letzter Kaffee für heute. Wie spät ist es eigentlich? Ja, jetzt geht's ja noch raus, so ist. So. Was gibt es denn? Ado, begleite mich. Was ist? Und auch die Pfeile. So, wir marschieren jetzt einmal zum Elfenbaum. Und gehen einmal zu Alari-Quellensinn rauf. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Was? Ach so, das ist einfach nicht fertig. Oh, wir können uns eh eigentlich nicht so viel leisten. Vielleicht ein bisschen was. 31 Mal Einbeere, her damit. Immer wieder. Wichtig. Silbernes Emblem, na, nö, das. Handel abschließen. Ja, da können wir eigentlich nichts mehr machen. Da sind wir auch fertig. Abgang. So, meine Lieben. Was machen wir jetzt? Natürlich machen wir Folgendes. Jetzt geht's richtig zur Sache wahrscheinlich wieder. Und zwar werden wir jetzt einmal wieder was in die Kiste geben, logisch. Ja, alles rein, was wir da nicht brauchen. Celias Armor kann ich verkaufen, Leute. Was braucht er? Braucht alles auf der Seite. Ja. Fertig. Sehnen. Zutat, genau. Wildschweinfell reingeben. So, und jetzt fahren wir mal. Was kann ich für euch? Wo soll es hin? Zum Effer. Insel des Vergessens, Leute. Jetzt machen wir das einmal. Ja, Insel des Vergessens. Da war ja noch was offen. So, Arno. Was gibt es denn? Du kommst mit mir. Ich hasse es, die ganze Zeit die Truppen zusammen zu trommeln hier. Wie kann ich dir helfen? So, ich speichere mal. Würde ich mal sagen. Reden wir mal mit dem. Womit kann euch der Gesandte dienen? Ich habe ein weiteres merkwürdiges Bruchstück. Ich fand es bei einem Wasserdrachen. Ein Wasserdrachen? Ja. Ohne Zweifel folgte auch er dem zornigen Ruf Efferts, dem Reich des Flussvaters Verderben zu bringen. Doch zeigt mir das Artefakt.
Hm? Ja. Sagt ihr, es ähnelt dem anderen Artefakt, das ihr mir brachtet. Sicherlich gehört es auch zum Tempel. Ich spüre auch in diesem Stück die Macht des Meeresgottes. Mag sein, dass es auch eine Art Schlüssel darstellt. Vielleicht hat es mit diesem Mosaik zu tun, das ihr erwähntet. Ja. Super. Können wir noch was? Womit kann euch der Gesandte? Hast du was? Flussmuschelamulett, was ist denn das? Konstitution plus 2. Nö. Danke. So, meine Lieben, das war's auch mit dieser Folge, würde ich einmal sagen. Ha! Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann das nächste Extreme angehen. Und zwar Effa-Tempel. Es geht los, meine Lieben. Das wird die nächste harte Aufgabe. Seid wieder dabei in der nächsten Folge. Und ich bin schon gespannt, freue mich schon darauf. Und bis zum nächsten Mal. Game over und ciao.